Hallo und herzlich willkommen bei Bubble TV. Bubble TV ist eine neue Sendung für Kinder, die zu Hause jetzt sitzen und vielleicht ein bisschen Unterhaltung brauchen. Heute wollen wir uns etwas ganz Besonderes anschauen, nämlich den Clownfisch. Der Clownfisch ist ein ganz ein toller Fisch, der in den Meeren lebt. Und der Clownfisch, der kann nämlich etwas, was ganz was Besonderes. Der Clownfisch kann sich in der Anemone verstecken. Wir wissen aber alle, und ich denke viele von euch wissen das schon, dass ja die Anemonen aber so ein Nesselgift haben. Sprich, würden wir da reingreifen, dann würden wir uns vernesseln, sagt man dazu. Das brennt auf der Haut, ist unangenehm. Wie kommt es dazu, dass der Clownfisch, wenn er da reinschwimmt, sich aber dabei nicht vernesselt? Das ist ganz einfach. Auf der Anemone drauf, und schaut mal da, da habe ich dann jetzt da so eine Schleimschicht. Diese Schleimschicht ist überall auf den Tentakeln oben drauf. Das ist ungefähr so, wenn ich auf beiden Fingern das jetzt drauf habe und ich berühre mich, merke ich ja gar nicht, dass ich mich berühre, und genauso ist es bei der Anemone. Sie merkt also nicht, aufgrund einer Schutzschleimschicht, dass sie sich selbst berührt und löst daher den Tentakel nicht aus. Jetzt kommt unser Clownfisch wieder ins Spiel. Der Clownfisch macht Folgendes, der schwimmt ganz schnell immer rum an der Anemone vorbei und durch und schmiert sich mit dieser Schleimschicht sozusagen ein. Und wisst ihr, was dann passiert? Das ist wie ein Zaubermantel für ihn. Er ist plötzlich unsichtbar geworden für die Anemone. Und plötzlich kann er da, so wie unsere beiden Freunde da vorne, sich in der Anemone verstecken. Und die Anemone merkt gar nicht, dass er da ist. Das heißt, unser Clownfisch hat jetzt Schutz gefunden da drinnen. Vor bösen Fressfeinden, die ihn ja fressen möchten, kann er sich verstecken. Dafür ist er aber sehr dankbar und hilft der Anemone, er verteidigt sie. Wenn andere Fressfeinde kommen und sie fressen möchten, oder wenn was reingefallen ist, dann putzt er sie und trägt alles wiederum raus. Sozusagen, er bringt den Müll schön wieder vor das Haus. Das ist einmal das eine. Das zweite Tolle beim Clownfisch ist, dass, und man höre und staune, alle Clownfische als, Achtung, Buben zur Welt kommen. Hey, cool, lauter Jungs, Fußballplätze voll machen, ganz cool, lauter Buben. Ja, aber denken wir ein bisschen mal drüber nach, wie geht denn das, dass die dann Kinder bekommen später, kleine Babys haben, dass sie sich sozusagen vermehren und fortpflanzen. Erst später wird Folgendes passieren. So mancher Clownfisch, der als Bub auf die Welt gekommen ist, wird später zum Clownfischmädchen. Und dieses Clownfischmädchen wohnt dann mit dem Clownfischbuben zusammen in der Anemone. Aber das Mädchen ist viel größer. Damit erkennt man sofort beim Schnorcheln oder beim Tauchen, wer das Mädchen in der Anemone ist. Da gibt es immer nur eines. Würde das jetzt sterben, was passiert? Der Junge wandelt sich um, 1, 2, 3, 4, 5 und wird zum Mädchen. Und da spricht man aber nur davon, vom Rang höchsten Jungen, der dann zum Mädchen wird. So ist immer bei unserer lieben Familie der Clownfische für Nachwuchs gesorgt. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, etwas zuzusehen. Wir werden in den nächsten 1-2 Tagen den nächsten kleinen Clip wiederum veröffentlichen. Wir freuen uns auf viele Zuschauer. Teilt es weiter. Sagt es weiter in der Familie, sagt es weiter den Freunden. Wir freuen uns auf euch. Tschüss!